Es ist allgemein bekannt, dass Metal eigentlich, oder Metal-Fans im Allgemeinen, vielleicht ziemlich konservativ sind, wenn es darum geht, wie sich Musik selbst verändert oder so. Es haben alte Bands nach wie vor einen extrem hohen Stellenwert, gerade die auch im Thrash-Metal unterwegs sind. Dadurch gibt es viele Bands oder viele Acts, die aktuell nach wie vor dem Idealbild hinterherstreben oder so. Das tötet ein bisschen die Kreativität, weil du hast deine Helden, aber in Wirklichkeit ist das eigentliche Ziel ja, das abzubilden, was in dir steckt. Oder was deine Kombination aus Musikrichtungen, die du gut findest, oder deine Möglichkeiten mit deinem Instrument, dass du versuchst, das irgendwie abzubilden eigentlich. Ja. Und was Neues zu erschaffen vielleicht, im besten Fall. Das mal nicht komplett digital produziert, sondern eben analog aufgenommen. Und das Mastering war letztendlich dann auch analog. Und das gibt dem ganzen Sound schon nochmal einen ziemlich eigenen Touch, aber ich finde, das passt gut zu uns. Wir haben halt einige Angebote auch eingeholt diesbezüglich und haben uns dann doch durchaus relativ schnell dann einigen können, dass eben zum Philipp Seidel ins Studio Suicide gebe. Was sich letztendlich auch als gut herausgestellt hat. Ja? Ja, genau. Genau. Darum ist so haben wir es ja jetzt nicht. Dann brauchen wir ja mehr Pause nur dazwischen als ja, jetzt schon ist. Genau. Ja, aber nicht unbedingt da, wo ich singe. Also da, wo du singst, soll Schlagzeug weiterspielen. Jetzt bin ich dann okay, wir waren gar nicht mehr aus. Das war noch nie Thema. Das war immer schon so geschnitten und kein Wort hat gesagt, dass das immer so passt. Ja doch, da kann ich schon erinnern, dass wir das besprochen haben. Das haben wir halt dann nicht mehr so gemacht, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ja, was will der denn da weiterspielen? Dasselbe, was er davor schon spielt. Du hast dir das nur weggeschnitten, das Schlagzeug. Das hat er ja schon mal so gespielt. Ja, der Schluss war geil. Das ist das, ja, wenn ich sag, ich kann 1000 Takes spielen. Was? Ich muss noch sagen, jetzt ist Schluss.